Was hast du, die knuspert sonst? Die ist schon knusprig. Ist die knusprig? Nee, geht noch. Geht noch. Du bist untenrum knusprig. So, hallo zusammen. Willkommen zu einem neuen Video der Speed Engineering GmbH. Heute geht es um Theorie und noch im selben Video schwenken wir rüber zur Praxis. Wir sind gerade noch in Bielefeld. Es kann sein, dass es ein paar wilde Cuts gibt, ein kleines Durcheinander, denn den Mittelteil und den Schluss haben wir in Castrop gedreht und jetzt versuchen wir das irgendwie zusammenzuwursten, dass du es nicht merkst, dass wir den Anfang am Ende drehen. Wir werden oft gefragt, ja, wie testet ihr denn eure Sachen? Natürlich testen wir viele unserer Produkte auf der Rennstrecke, aber um zu wissen, ob wir überhaupt auf dem richtigen Weg sind, um diese Tests überhaupt, diese Produkte zu verifizieren, machen wir Simulationen. Nicht nur FEM-Simulation, das heißt, um irgendwas von der Festigkeit zu prüfen, ob es hält, ob die Verschraubung passt etc., sondern auch Strömungssimulation. Und darum geht es im heutigen Video. Eine Strömungssimulation für unsere Diffusaurier. Am Beispiel eines E92M3. Ich will nicht zu viel spoilern, Dennis wird das gleich im Detail erklären und euch zeigen, wie so eine Analyse aufgebaut ist und was sie uns sagt und wie man so eine Analyse auch wirklich deutet. Aber um nicht zu viel zu spoilern, ich glaube, dass wir mit der einen oder anderen Vermutung ein bisschen falsch lagen. Denn meine Vermutung war, dadurch, dass du hinten diesen gigantischen Fallschirm bei jedem Fahrzeug hast, was wir uns gleich im Detail unter der Bühne anschauen, unter den Fahrzeugen, dass dieser Fallschirm dich extrem bremst und wir durch unsere Diffusoren gar nicht mal so den Anpressdruck erzeugen, sondern eher den CW-Wert verbessern. Der BMW E92 M3 zeigt etwas leicht Gegenteiliges, was uns unter anderem auch überrascht. Aber ich sage nach wie vor, hätten wir ein Hatchback simuliert, zum Beispiel i30N, Seat Leon oder solche Geschichten, würde es anders aussehen. Denn bei BMW ist es so, also ne, Dennis zeigt das gleich, wir zeigen mal mit und ohne Diffusor, bei BMW ist es so, diese fetten Endtöpfe, die sie bauen, haben mehr oder weniger schon diesen Effekt, dass sie diesen Fallschirm ausfüllen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das der Grund ist, warum die das so machen, aber es liegt nahe. Denn wenn du dir diese ultra hässlichen, fetten Endtöpfe vom BMW anschaust, auch gerade beim neuen M2 und so weiter, dann füllen die diesen Raum aus. Und das hast du bei Hatchbacks eher weniger oder allgemein bei vorderradangetriebenen Fahrzeugen. Daher denke ich, haben wir nach wie vor recht. So, das war's von meiner Seite. Viel Spaß mit Danger. Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Wie Soran vorhin schon angeteasert hat, sprechen wir heute über CFD-Analysen. Und zwar am Beispiel vom E92M3-Diffusor. Unsere CFD-Analysen machen wir in Zusammenarbeit mit dem Dr. Karl-Georg Stapf vom TWB Ingenieursbüro. Und als erstes, was wichtig ist für so eine CFD-Analyse, sind erstmal Randbedingungen, damit der Computer auch weiß, was er rechnen soll. Unsere Randbedingung ist, wir haben Luft, sie ist kompressibel, das heißt, ich kann die Luft komprimieren und sie ist turbulent, das heißt, ich habe keine laminare Strömung, sondern sie kann irgendwie turbulent hin und her wirbeln. Das ist für die Simulation sehr wichtig. Und ich brauche ein Modell zum Simulieren, dafür hatten wir das Modell von dem E92M3 und einmal ohne, einmal mit Diffusor, um wirklich die Unterschiede rauszustellen. Und ich brauche eine Fahrgeschwindigkeit. In unserem Fall, für unsere Simulation, haben wir eine Geschwindigkeit von 180 km/h gewählt. So, dann springen wir mal rein in die ersten Bilder. Hier sieht man, ja, das Bild ist jetzt ja, ein bisschen schwer zu erkennen. Ich gehe die ersten Bilder, ja. Überspringen wir. Hier haben wir so ein interessantes Bild. Und zwar dargestellt ist hier die Strömungsgeschwindigkeit. Je hell oder blau entspricht dabei einer Strömungsgeschwindigkeit von 0 Meter pro Sekunde und rot, dunkelrot, einer Strömungsgeschwindigkeit von 100 Meter pro Sekunde. Deutlich zu erkennen, sprechen wir einmal erstmal den Fall mit, ohne Diffusor durch. Und zwar ist das in der Fahrzeugmittelebene, also hier, wo in diesem Beispiel jetzt diese Strömungslinien langlaufen. Deutlich zu erkennen ist
dass hinter dem Fahrzeug ein riesengroßer Bereich ist, wo keine Strömungsgeschwindigkeit ist, beziehungsweise nur sehr geringe Strömungsgeschwindigkeit. Und das ist quasi das Vakuum, was hinter dem Auto entsteht und für unseren Drag sorgt. Den wir gar nicht so wirklich da haben wollen. Vor dem Auto haben wir auch einen Bereich, wo keine Strömungsgeschwindigkeit ist, was natürlich dadurch resultiert, dass sich die Luft da einfach aufstaut. Unter dem Fahrzeug haben wir hier im vorderen Bereich eine recht hohe Strömungsgeschwindigkeit. Im hinteren Bereich wird sie langsamer. Springen wir jetzt mal zu dem Fall mit Diffusor. Erkennen wir schon mal deutliche Unterschiede in dem Bereich hinter dem Fahrzeug. Das heißt, diese Zone, in der quasi das Vakuum, in dem der Drag entsteht, wird schon mal minimiert. Und zwar einfach durch diesen Diffusor sieht man das hier, dass die Luft hier schon nach oben strömt und quasi diesen Bereich, der hinter dem Fahrzeug, dieser Vakuumbereich, der hinter dem Fahrzeug entsteht, der ist weg. Genau das ist diese Funktion eines Diffusors, dass diese Strömung einfach nach oben umgelenkt wird, um diesen Vakuumbereich hinter dem Auto zu reduzieren. Ein weiterer interessanter Punkt, den wir hier erkennen können, ist unter dem Diffusor. Hier haben wir jetzt auch eine höhere Strömungsgeschwindigkeit. Das heißt, höhere Strömungsgeschwindigkeit ist auch gleich einher mit geringerem Druck. Zu einer Darstellung der Druckverhältnisse kommen wir gleich noch. Das heißt, unter dem Diffusor haben wir jetzt einen geringeren Druck als über dem Diffusor. Das heißt, wir generieren durch den Diffusor auch Abtrieb. Das heißt, wir generieren einfach noch mehr Druck auf die Hinterachse zusätzlich zu der minimalen Reduzierung des Drags. Und das war genau das, was Soran vorhin auch angesprochen hatte, dass wir diesen Drag oder dieses Vakuum hinter dem Auto gar nicht so in diesem Maße reduzieren, wie wir es angenommen haben, aber trotzdem den Abtrieb erhöhen. Hier ist mal eine Ansicht von oben und hier kann man erkennen, dass der Diffusor auf die seitliche Auswirkung, genau, das ist jetzt in einer Fahrzeughöhe oder in einer Höhe von 0,5 Meter über dem Boden. Das heißt, die seitliche Auswirkung wird durch des Drags, beziehungsweise der Strömung wird durch den Diffusor jetzt nicht beeinflusst. Das heißt, einfach von der Breite her dieses Vakuumgebiets sind wir annähernd gleich. Was schon mal ganz gut ist, das heißt, wir verschlechtern das auch nicht in diesem Sinne oder in dem Bereich, dass wir halt Strömungen erzeugen, die nicht da sein soll. Genau, und hier haben wir jetzt einmal die Druckverhältnisse. Dabei heißt, ist rot hoher Druck und blau geringer Druck. Vor dem Fahrzeug schieben wir natürlich eine riesengroße Druckwelle her. Das sieht man an dem riesengroßen roten Bereich. Der für uns interessante Bereich hinter dem Fahrzeug hat sich auch ein wenig verändert. Und zwar ist oben wieder mit Diffusor dargestellt, die blauen Bereiche sind weniger geworden. Hier haben wir noch ein bisschen mehr blaue Bereiche und auch ein bisschen dunklere blaue Bereiche, was heißt, dass weniger Druck da ist. Das heißt, der Drag wird ein bisschen minimiert. Aber ganz deutlich zu erkennen, es ist unter dem Diffusor. Unter dem Diffusor ist bei der Darstellung ohne Diffusor halt ja so ein bisschen blau, geht schon ins Grünliche über. Wo sind wir denn da? So bei knapp 100.000 Pascal. Und im oberen Bereich mit dem Diffusor sieht man, dass sich hier ein großer blauer Bereich ausgebildet hat. Ein dunkelblauer Bereich, also mit wenig Druck. Und erzeugen somit Abtrieb. Bei den ganzen Coupé-Fahrzeugen haben wir einfach die Möglichkeit, beziehungsweise ist durch die Form, schmiegt sich die Strömung auch schon mal hier diesem Fahrzeug, beziehungsweise geht dem Fahrzeug am Fahrzeug entlang und reduziert hier diesen Bereich hinter dem Fahrzeug. Hier auch sehr deutlich zu erkennen. Das heißt, dieser Niederdruckbereich fällt ab, anstatt anzusteigen. Bei einem Hatchback würde dieser Bereich hinter dem Fahrzeug einfach noch viel größer sein. Das heißt, wir strömen ja hier weiter oben lang und haben halt hier eine viel, viel größere Fläche, die ein Vakuum erzeugen kann, wodurch der Diffusor bzw. die Wirkung des Diffusors wahrscheinlich noch deutlich stärker merkbar
bemerkbar ist. Genau, das soweit erstmal zu der Analyse solcher CFD-Bilder, weil diese ganzen bunten Bilder zu erzeugen, das ist immer relativ einfach. Nur diese Bilder dann auch richtig zu deuten, das ist dann halt so die Kunst. Und wichtig ist halt auch wirklich für so eine CFD-Simulation die Setzung der richtigen Randbedingungen. Weil wenn ich die Randbedingungen falsch setze, kriege ich auch falsche Simulationsergebnisse. Als Fazit kann man sagen, der Diffusor reduziert den Drag minimal, was auch einfach dadurch bedingt ist, dass wir den Diffusor nicht so weit rausziehen dürfen, wie wir es gerne würden. Einfach durch die TÜV-Regularien, wenn wir den einfach weiter nach hinten ziehen, noch ein bisschen höher ziehen könnten, würden wir auch diesen ganzen Drag-Bereich hinter dem Auto noch weiter reduzieren können. Aber was uns auch positiv stimmt, ist, dass wir einfach den Abtrieb unter dem Fahrzeug nochmal erhöhen konnten, beziehungsweise den Abtrieb auf der Hinterachse durch den geringeren Druck. Und das heißt, wir haben da auf jeden Fall schon mal was richtig gemacht und nicht verschlimmert. Was ja auch immer eine sehr gute Erkenntnis ist. Genau, im nächsten Schritt bauen wir jetzt den Diffusor ein, beziehungsweise ihr springt in die Werkstatt mit Soran und baut den Diffusor ein und werdet dann das Gesamtergebnis sehen. Von meiner Seite, tschüss. Wir befinden uns unter dem E290 M3 mit einem der wunderschönsten Diffusorier, die wir je gebaut haben. Wir haben ein neues Prinzip. Dieses Prinzip funktioniert nicht bei jedem Fahrzeug. Und zwar siehst du hier unterschiedliche Kästen und unterschiedliche Ebenen. Das geht bei dem Auto, bei vielen anderen nicht. Bei vielen anderen haben wir diese unterschiedlichen Ebenen nicht. Und da, wo es geht, machen wir es zugegebenermaßen, weil es wirklich fancy aussieht. Aber was viel cooler ist, endlich passt dieser Diffusor perfekt. Der hat beim ersten Mal überhaupt nicht gepasst. Beim zweiten Mal haben wir den einen oder anderen Halter nicht getroffen. Beim dritten Mal sind wir an die Abgasanlage gestoßen. Beim vierten Mal hat er drunter gepasst und sah einfach viel zu krass aus. Also der stand da hinten ab. Das habt ihr in dem JP-Video vielleicht gesehen, die einen oder anderen von euch. Da stand das hinten zu weit ab und dann hat er das hier so weggeschnitten und gesagt, ey, so sieht das cool aus. Und haben uns das angeschaut und haben das übernommen. Und jetzt sieht es wirklich verdammt cool aus. Das Schönste daran ist, wir haben das an der Serienabgasanlage, wie sie hier ist. Das Fahrzeug ist im absoluten Serienzustand montiert. Und in den meisten Fällen ist das Worst-Case-Szenario, weil die Serienabgasanlagen, die Töpfe, in der Regel immer am dicksten aufbauen und am tiefsten Punkt sind im Vergleich zu Aftermarket-Abgasanlagen. Und wir haben das Ganze auch mit einer Aftermarket-Abgasanlage getestet. Ich glaube, Herr Krapovic, ich bin mir nicht sicher. Wir haben ja noch ein E290 M3 Rennauto da stehen. Ich weiß aber nicht, welche Abgasanlage da drunter ist. Sie ist aus Titan. Es wird eine Akrapovic sein. Ich glaube schon. Passt jedenfalls auch. Ohne Probleme. Und das zeige ich dir einmal. Wir filmen gleich einmal hier ein bisschen rein. Und dann lassen wir das Auto ab. Und dann sieht man, wie schön dieser Diffusor ist. Also was ich auch sagen wollte, ist, wir entwickeln uns halt stetig weiter. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt Einziehmuttern in den Haltern. Heißt, du musst jetzt nicht irgendwie zwischenfummeln und in der Verlängerung und das Ganze kontern, sondern du kannst ganz entspannt von hier unten festschrauben, anziehen, bumm, fertig. Und mit ein paar ausgewählten Haltern, guck mal, also, das wird man nicht sehen, ne? Aber ich könnte mich, wenn ich jetzt hier Grip hätte, könnte ich mich hier dranhängen. Das Ding ist einfach bombenfest und in jede Richtung ist es einfach komplett, also du bewegst hier gar nichts. Mit ein paar gezielten Punkten, die ans Chassis gehen. Das finde ich richtig cool. Noch eine Frage, die auftauchen wird. Warum geht ihr nicht weiter nach vorne? Du siehst wahrscheinlich jetzt nicht viel, weil es dunkel ist, ne? Aber wir haben hier irgendwann einen Cut gemacht und haben das Ganze nach oben gekantet. Diese Kantung nach oben verleiht uns unheimliche Stabilität über diese ewige Länge. Und warum wir nicht weiter nach hinten gehen? A, gehen uns irgendwann hier die Anschraubpunkte aus. Klar, hier geht es weiter, wir könnten das noch weiter durchziehen, aber du musst ja immer darauf hören, was dir das Fahrzeug sagt. Und das Fahrzeug, wenn ich mir den Aufbau des Differentials anschaue, wo die Finnen platziert sind und wie sie im Wind stehen, dann sagt mir das Fahrzeug, ich möchte hier gekühlt werden.
Also kastrieren wir dich hier nicht, liebes Differential. Also nehmen wir dir das nicht weg, indem wir das verkleiden. Sonst hätten wir hier rundum ausschneiden müssen. Aber wenn du hier ausschneidest, dann kannst du gleichzeitig auch hier die Abgasanlage ausschneiden, weil diese Rohre sind klein. Bei Aftermarket-Abgasanlagen sind diese Rohre in der Regel immer, haben immer einen größeren Durchmesser. Das heißt, wir können auch das hier schon ausschneiden. Wenn wir das ausschneiden, dann können wir auch hier komplett ausschneiden, weil bewegliche Achsteile, davon müssen wir uns fernhalten. Also hast du nicht wirklich was gewonnen. Und deswegen haben wir diesen Punkt gewählt, um eben dann diesen Fallschirm abzugrenzen und immer noch die Kühlung zu gewährleisten. Wie gesagt, bei manchen Fahrzeugen wirst du sehen, da verkleiden wir das. Aber da ist es so gewählt, dass der Luftstrom über den Diffusor noch hinwegzieht und da ist dieser Spalt hier größer. Das heißt, wir haben über den Diffusor einen Luftspalt, der die kühlende Funktion noch immer hat. Wir versuchen uns immer in die Situation reinzudenken und je Fahrzeug so optimal wie möglich zu konstruieren und umzusetzen. Und ich bin ein bisschen stolz auf dieses Produkt. Das sieht toll aus. Und es geht gleich weiter mit dem nächsten Fahrzeug. Und dafür brauchen wir eine Transition, oder? Oh ja. Geil. Es funktioniert nicht. Doch. Boom. Transition. Abgasanlage zu Gesicht. Gesicht zu Abgasanlage. Und schon haben wir ein vorderradangetriebenes Fahrzeug. Seat Leon Cupra 5F. Auch ein ziemlich beliebtes Track-Tool, Pendant zum Golf 7, glaube ich. Und finanziell ein bisschen interessanter mit der gleichen Technik. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben darüber gesprochen, wie es im Detail beim E92M3 aussieht, in Bezug auf den Diffusor und den Luftstrom etc. Und zum Schluss das Beispiel, das vielleicht sogar bessere Beispiel mit der höheren Effektivität. Vorderradangetriebenes Fahrzeug. Das vorderradangetriebene Fahrzeug ist in der Regel ja immer so aufgebaut, dass wir hinten nichts mehr haben. Wir haben kein Differential, wir haben keine Antriebswellen, dementsprechend auch wenig Bauteile. Das heißt, hinten haben wir meist nur die Achsaufnahme und die Abgasanlage. Das wiederum bedeutet, dass bei den meisten Fahrzeugen, beim Hyundai ist das auch ganz krass der Fall und beim Megane auch, dass wir hinten einen relativ großen Fallschirm haben. Das heißt, ich bin jetzt der Luftstrom. Warte, ich komme. Ich bin jetzt der Luftstrom. Der ist jetzt hier, ist ja schon ein bisschen turbulent, weil hier relativ offen ist. Hier ist er relativ laminar oder ich sag mal, kann gut beschleunigt werden. Hier ist natürlich jetzt eine coole, wenn du die hier dicht machst, dann hast du fast einen geschlossenen Fahrzeugboden bei dem Auto. Und jetzt wird's wild. Weil jetzt fange ich an, durch diverse Kanten mich überall zu brechen, werde turbulent, somit auch langsam und ströme hier überall rein. Langsam, haben wir ja schon gelernt, bedeutet höherer Druck. Höherer Druck bedeutet, wir drücken diese Achse hier hoch. Plus, strömen wir diesen Fallschirm hinten rein. Deswegen haben auch ganz viele, seht ihr auch bei Rennfahrzeugen und auch bei Track-Tools, dass die sich hier ganz große Löcher reinschneiden zur Entlüftung. Weil was macht so ein Fallschirm? Der zieht dich nach hinten. Das bedeutet, auf der Geraden verlierst du auch ein bisschen Geschwindigkeit. Also decken wir das Ganze ab und wie du siehst, müssen wir uns hier keine Gedanken machen um Differential, was wird warm, was wird kalt etc. Das haben wir alles nicht. Decken das alles ab, stellen den Winkel an, sodass wir den Winkel eben des Luftstroms schon ein Stück nach oben drücken, um ihn mit dem oberen Luftstrom über der Dachkante zu vereinen, was bei Hatchbacks ein Riesenthema ist, denn oberer Luftstrom und unterer Luftstrom sind weit voneinander entfernt bei so einem Hatchback. Bei einem Coupé wiederum nicht. Auch wie wir beim E92 M3 gesehen haben, der Kofferraum, naja, Boden zu Kofferraumdeckel ist vielleicht so ein Abstand. Hier haben wir so einen Abstand, ganz einfach gesprochen. Daher stellen wir das an, um dem Luftstrom schon eine Idee zu geben, ey, Diggi, geh doch schon mal ein Stückchen nach oben zu deinem Kumpel und reduziere den Unterdruckbereich hinter dem Fahrzeug, damit wir bessere Rundenzeiten fahren. Ja, vom Prinzip her, wie bei allen anderen Diffusoren auch, das Gleiche. Wir nutzen originale Anbindungspunkte. Du musst nichts bohren, flexen, schweißen etc. Originale Anbindungspunkte und das Ganze aus Alu, weil klar können wir das aus Carbon bauen, aber Herstellungskosten und somit VK Faktor 4 oder sowas, willst du das? Die meisten eben nicht. Das ist ein funktionierendes Bauteil. Klar sieht das geil aus, gar keine Frage. Und Carbon würde auch noch geiler aussehen, aber da fliegt halt viel Zeug zwischen und bei den meisten ist es auch tatsächlich so, dass die das nicht wirklich zahlen wollen. Dann sind wir weit über 1000 Euro und unser Ziel war es, das Ganze für unter 700 Euro mit TÜV-Teilegutachten Plug and Play zu bauen. Und das Ziel haben wir hier auch erreicht. Das heißt, wenn du dieses Video siehst, sind vermutlich
beide diese Varianten auch schon online im Shop. Danke fürs Zuschauen. Ein Video, was etwas durcheinander war mit ein paar Sprüngen. Aber Daniel hat bestimmt richtig geile Transitions reingebaut mit Auspuffen, Blenden und so. Das war bestimmt toll. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Noch eine Transition. Geil.